Zunächst haben natürlich alle gestaunt, was passiert denn jetzt? Die wenigen, die der Vinylplatte treu geblieben sind, die sie fertigten, mussten ja damit rechnen, dass ihre Presswerke geschlossen werden. Und plötzlich setzt eine Nachfrage ein, die Pi mal Daumen 50% Zuwachs pro Jahr bringt. Mhm. In Zahlen, im Jahr 2006 haben wir 300.000 LPs verkauft in Deutschland, 2015 waren es schon 2 Millionen. Ja. Aber so viele Presswerke, hast du gesagt, gibt es ja gar nicht. Es gibt nur 5 in Europa. Wir haben beispielsweise in Karlsruhe, Augsburg und in Röbel in Mecklenburg-Vorpommern das größte. Die haben mit 6 Pressen eigentlich vor sich hingedümpelt, haben jetzt 29 davon. Aha. Technik, die 30 Jahre alt ist. Mhm. Wenn da was kaputt geht, muss man das selber bauen. Es gibt auch keine Ersatzteile. Und die können sich vor Aufträgen gar nicht retten. Ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, Schallplatten, das ist etwas, was sehr sinnlich sein soll. Ich kann das nur wiedergeben. Die Frage an den Musikexperten Günther Schneidewind, was ist daran für dich so sinnlich erzählt? Es ist schon, wie man diese Musik vorbereitet. Ich möchte das mit einem Galaessen, Tischdecken dekorieren. Man nimmt die Scheibe heraus aus dem Cover, man putzt sie mit einem Antistatiktuch, man legt sie auf. Man kann die Musik in Form der Rille schon sehen, denn es sind ja Schwingungen, die hier reinproduziert wurden, die dann abgetastet werden von einer Nadel und dann wieder in Schallwellen zurückverwandelt werden. Das System kennen wir seit über 100 Jahren von Edison, der das erfunden hat, seinen Phonographen. Hast du gerade jetzt die Schallplatte gereinigt oder war das nur ein Liebkosen? Weil also, ich habe zur Reinigung eine Frage von einem Zuschauer. Das ist so wie bei einer Getriebeschaltung, das machst du unbewusst. Eine Schallplatte, die ich auflege, geht niemals ohne Antistatiktuch auf meinen Plattenteller. Ach, grundsätzlich so, immer, das ist einfach, das gehört dazu. Okay, also. Passend dazu jetzt eine Frage. Ja? Der Rüdiger hat ganz, ganz viele Schallplatten. Und in einem Do-it-yourself-Tipp hat er gelesen, dass man mit destilliertem Wasser die Schallplatten reinigen kann. Man kann sie sogar mit destilliertem Wasser abfahren, nass fahren. Das habe ich in den 70er Jahren auch mal gehört. Und dann habe ich das auch gemacht. Es klang fantastisch. Klang es besser? Ja, in dem Moment ja. Aber dann kannst du sie nur noch nass abfahren, nie wieder trocken. Denn wenn man sie dann trocken hört, dann knistert sie so, sie ist eigentlich hin, diese Platte. Man kann das versuchen, ja. Am besten ist, man pflegt sie immer, indem man sie gut aufbewahrt, stehend in einem Zimmer, wo es nicht zu feucht ist, wo die Sonne nicht drauf scheint, wo sie nicht verbogen werden kann, hält sie staubfrei. Das ist die beste Sache. Mit destilliertem Wasser wäre ich vorsichtig. Es gibt auch da Rückstände durch das Wasser, dass die Platte dann kaputt machen kann. Günther, auf dieses Knistern und auf den Sound werde ich noch zu sprechen kommen. Ja. Ich möchte noch ein bisschen bei der Sinnlichkeit bleiben. Mein Kollege, der Herr Rimpel, der war auf einer Schallplattenbörse. In jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es Schallplattenbörsen. Und er war in Dortmund auf einer. Und er hat sich vor allen Dingen für die Frage interessiert, was ist denn so schön an diesem Longplayer? Was ist so sinnlich daran? Das dauert jetzt einen Moment. Kein Klick auf eine Datei oder so. Eine Langspielplatte anzuhören, hat etwas mit Muße zu tun. Ganz und gar nicht so ruhig geht es dazu, wo sich diese Platte dreht. Es ist Schallplattenbörse in Dortmund, ein Pilgerort für Fans der Scheiben aus Vinyl, die sich, lange tot geglaubt, wieder auf immer mehr deutschen Plattentellern drehen. Ja, man kann durchaus sagen, sie ist voll im Trend, die LP. Warum denn eigentlich? Was ist denn so schön an Vinyl? Alles. Vom Cover angefangen, die Musik drauf. Das Inlay, alles komplett. Es knistert schön, man weiß Verbindungen damit herzustellen, Erinnerungen. Man hat was in der Hand. Es ist ein Unterschied zum Streamen. Da hat man gar nichts, man hört es nur. CD hat man nicht so dieses Gefühl auch. Bei einem richtigen Album ist es wirklich so, man hat was zum Aufklappen, man kann reingucken, man spürt mehr. Und der Klang ist ein ganz anderer. Systematisch wühlen sich die Freunde der Schallplatte durch die unzähligen Objekte der Begierde. Hochkonzentriert, akribisch, aufmerksam, gewissenhaft und geradezu emsig. Es wird geprüft, genau hingesehen. Der Kratzer ist schließlich der Erzfeind, seit sich Schallplatten drehen. Und was uns auffällt, die hier wühlen und suchen und finden, sind keineswegs alle schon ergraut. Da sind auch viele, die geboren wurden, als die LP eigentlich bereits Geschichte war. Und wir fragen wieder, warum denn eigentlich? Ich sag mal so, der Sound ist einfach analog. Also ich find's absolut, es klingt besser als eine CD. Und es ist irgendwie auch das Sammeln, halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, ist im Zeitalter, wo alle nur noch die Musik auf dem Rechner haben, finde ich das eigentlich ganz schön, wenn man die Platten im Regal stehen hat. Dass man die Musik so anfassen kann. Also es ist nicht so eine MP3, die hast du auf dem Computer und dann ist es nur so eine Datei. Du kannst die Scheibe anfassen und du hast auch was davon.
Die Scheiben anfassen, das kann man und hier ganz besonders ausgiebig. Eine Tätigkeit, die übrigens offensichtlich auch der Seele gut tut. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Warum? Ich habe einen Riesenschnapp für wenig Geld gemacht, diesen Mann glücklich gemacht, sind uns einig geworden mit dem Verkaufspreis, perfekte Atmosphäre, alles gut. Das da ist Herr Gardini, ein Händler, an dessen Stand sich ganz besondere Schätze aneinanderreihen. Was uns verblüfft. 800 Euro für eine Schallplatte. Schon wieder lautet unsere Frage, warum? Das ist eine Hard-Psychedelic-Platte, eine Garagenaufnahme aus Amerika, eine Privatpressung, nur auf ein paar hundert Stück limitiert damals. Und das sind ab irgendeinem Bereich sind die Platten wie Aktien. Das ist fast schon spekulativ, weil diese Objekte so in kleinster Zahl nur noch existent sind. Platten wie diese sind aber die Ausnahme. Dem Trend zum Vinyl zu folgen, kann sich eigentlich jeder leisten. Und mit dieser schönen Erkenntnis beenden wir unseren Besuch hier und zwar wieder ganz in Ruhe. Wow. Bei uns hier spielt die Platte auch. Du hast gesagt, man fährt die Platte ab. Ne? Man fährt sie ab, genau. Wir haben eine Zuschauerfrage. Wir haben ja eben die großen Preisunterschiede gesehen. Und der Wolfgang Bonte sagt, er hat von seinem Vater eine große Plattensammlung geerbt. Und da sind einige seltene Stücke drin. Er möchte jetzt den Wert davon ermittelt wissen. Er hat viele Platten genannt. Ich pick jetzt mal eine raus. The Jimi Hendrix Experience Electric Ladyland. Ja? Wenn er die von 1967 hat, als die rauskam, die möglichst dicht an der Erstedition ist. Wichtig ist die Bestellnummer, die ist auf jeder Platte selbst drauf. Auf dem Plattencover ist sie drauf und auf dem Label ist sie drauf. Die sollte also die Plattennummer der Erstedition haben. Dann kann sich der Preis verzehnfachen bis zum Anschaffungspreis. Da kann er also bis in den dreistelligen Bereich kommen. Vorausgesetzt, dass die Platte einwandfrei läuft, dass die Nadel nicht springt und dass das Cover in Ordnung ist und keine Gebrauchsspuren zeigt. Ich wollte gerade sagen, wenn eine Platte mal ein bisschen kaputt ist, spielt das Cover trotzdem dann auch eine hochwertige Rolle? Also die Platte hat Kratzer, ist nie gut, das habe ich jetzt auch schon verstanden. Aber ich finde die Cover so fantastisch. Die das sollten ist ja erstens Kunst, in Ordnung sein und zweitens haben einige natürlich sehr, sehr originelle Einfälle. Jethro Tulls Album Stand Up ist einfach so umgesetzt worden, dass sie tatsächlich aufstehen. Die stehen auf. Das heißt also, ich mache das Cover auf und die stehen auf. Kann ich auf einer CD auch versuchen, das nachzubilden, sieht aber ein bisschen mickrig aus. Mhm. Und da bringe ich gleich die DJs, also die Auflegen in den Tanzpalästen. Ein DJ, der mit einer CD hantiert, wirkt einfach lächerlich. Die haben nie aufgehört, Vinyl aufzulegen. Das gehört da einfach dazu. Günther, ich dränge so ein bisschen, weil wir einfach auch später starten mussten heute mit dem ARD-Buffet, ganze 9 Minuten später. Deswegen mache ich ganz, ganz fix weiter. Aber es gibt Fragen, die müssen wir beantworten. Dieses hier, dieser Katalog, das ist wichtig für Plattensammler, ja? Da kann man auch Werte ermitteln. In dem Moment hat man natürlich dann einen Preis, der festgesetzt wurde vom Markt von Leuten, die was davon verstehen. In diesen Katalogen, die jedes Jahr erscheinen, sind genau die Bestellnummern aufgelistet und unter welchen Bedingungen welcher Preis erzielt wird. Ich habe also beispielsweise die auch nachgeschaut, die älteste, die ich in meiner Sammlung habe, Bonanza mit dem Familiencover, der Darsteller der Cartwright-Familie und der... Spielen Sie mal ab, genau. Ja, der Lorne Greene, der hat damit also tatsächlich auch einen Hit gehabt. Das ist deine älteste Platte, ja? Schau mal, jetzt bin ich mal so ein bisschen der Nörgler und sag, ich höre den Soundunterschied. Eine CD ist kristallklarer. Das ist aber eine alte Platte. Sind die neueren Platten anders? Die ist 52 Jahre alt. Und wenn die auf meiner Anlage zu Hause mit 350 Watt statt der 20 Watt kommt, da würdest du dich wundern, wie toll die klingt. Aber die Produktionstechnik war natürlich auch noch eine andere. Eine Schallplatte verfügt einfach über mehr Dynamik. Da geht nach oben und nach unten mehr. Bei der CD wird bei der Produktion das Ganze schon ein bisschen eingedampft, komprimiert, damit es richtig Bums hat. Aber es fehlt eben auch ein Teil dessen, was man hört. Was ich noch unbedingt sagen möchte, im Vorgespräch habe ich wunderschöne Sachen über Platten erfahren. Eine Platte geht niemals kaputt, im Gegensatz zu einer CD. Bei einer CD ist es nämlich so, dass eine CD nach 30, 40 Jahren irgendwann nicht mehr abspielbar ist. Aber einen Datenverlust, natürlich. Wenn ich die Platte runterschmeiße und drauftrete, ist sie natürlich hin. Das ist was anderes. Aber die Platte, die ist 52 Jahre alt, die werde ich auch in 50 Jahren noch bei pfleglicher Leistung abspielen. Wir haben bei uns im Funkhaus Tausende von Platten, die immer noch funktionieren, obwohl sie zigmal im Sendeeinsatz waren. Und die gehen nie kaputt. Irgendwann sollten wir uns da einschließen. Hier die ganze Crew und dann eine fette Party machen. Ich habe ja schon sehr viel Publikum gehabt von den Leuten, die hinter der Kamera stehen. Günther Schneider,
Schön. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und weil ich jetzt schon so in dieser Atmosphäre bin, mit Ihnen tanzen zu wollen, die Möglichkeit habe ich jetzt nicht so wirklich, obwohl so ein bisschen. Aber Norbert Lübbers, der hat eine Möglichkeit entdeckt, wie man in Berlin mal ganz schnell Party machen kann. Und zwar in einer Telefonzelle. Ja, ja, so tickt Berlin.